meinem kleinen Schlauchboot unterwegs und das kann nur eins heißen, ich bin auf Wels aus. Das ist auch richtig, aber ich möchte gleich zwei Fliegen oder drei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und zwar einmal anfüttern auf Karpfen, in der Zwischenzeit, wo ich die Spots oder die mir die Stellen ausgucke, auch auf Wels klopfen und natürlich für euch einen Film drehen. Als nächstes möchte ich natürlich auf ein paar Fragen eingehen, die so in den letzten Jahren ganz viel mir gestellt wurden. Und eine dieser Fragen war zum Beispiel, wir angeln auf dem See, auf Wels klopfen, aber wir treiben zu schnell weg. Ja, das ist ein Phänomen, ein Problem, was ich auch kenne, aber da gibt es ja so eine tolle Lösung, die Driftsäcke, gibt es von unterschiedlichen Herstellern. Und die Driftsäcke haben die Eigenschaft, dass sie sich bei Wind unter Wasser aufrichten wie ein Fallschirm und einfach die Bootsgeschwindigkeit runternehmen. Und das nächste Vorteil von diesen Driftsäcken ist, dass man hier hinten eine Öffnung hat, die kann man auf- oder zumachen und damit auch die Driftgeschwindigkeit einstellen. Jeder weiß, je länger er am Fisch ist, je länger er an dieser Stelle verharren kann, wo der Fisch aktiv unterwegs ist, sich sein Futter oder sein Revier verteidigen möchte, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir diesen Fisch fangen können. Also Driftsäcke verwenden, ich finde die Dinger total toll. Und derjenige, der sich das ausgedacht hat, der hat ein riesengroßes Bienchen verdient. Ja, das war das Thema Driftsäcke. Das nächste Phänomen ist, die Wälze wollen nicht unbedingt im Sommer, wenn wir klopfen. Problem ist, der Wels hat bei schön warmen Wassertemperaturen ganz andere Dinge im Kopf, und zwar das Paarungsverhalten. Und wenn wir schwer verliebt sind, haben wir öfters auch keinen Hunger. Wir vergessen alles um uns herum. Wir gucken zwar, wo ein Köder sein könnte, wenn wir uns jetzt in den Wels reinversetzen, aber er interessiert uns nicht, weil wir möchten uns fortpflanzen. Jeder kennt es aus seiner Jugend oder jeder kennt es, wenn er frisch verliebt ist oder einfach nur extrem lange mit seinem Partner zusammen ist. Also ganz natürliches Verhalten, was wir von uns Menschen sogar ableiten können. Jetzt haben wir aktuell Wassertemperaturen um die 20 Grad. Das heißt, die Wälze haben mit dem Laichgeschäft aufgehört. Sie sind jetzt wirklich neugieriger und sie attackieren jetzt wirklich die Köder wieder. Da werden wir beim nächsten Problem oder bei der nächsten Fragestellung. Ich habe diesen Köder verwendet, wie du mir gezeigt hast in dem Video, aber der hängt nicht, der Wels. Ich habe zwar was gespürt, aber er hängt nicht. Wenn ich unterwegs bin, habe ich in der Regel sogar drei unterschiedliche Montagen dabei. So sieht mein kleines Brettchen aus. Die eine Montage kennt ihr ja. Das ist ja dieser Oktopus, den ich selber baue und wickel, wickel, wickel. Es gibt natürlich die unterschiedlichsten Variationsmöglichkeiten, die ganzen Montagen zu binden, zu variieren. Hier sind die Döbel unterwegs und die knallen ganz schön. So, also drei Montagen. Den Ballerzopf, den kennt er ja. Und dann eine U-Posen-Montage. Die packe ich immer jetzt weg, weil ich brauche ein Blei. Und zwar folgendes. Ganz einfach bloß ein Drilling, unten einen kleinen Haken, ganz viel Taumahnen drauf gebündelt und hier unten nochmal eine relativ eng gebündelte Taumade. Und dann lassen wir es hängen. Das Vorfach ist ungefähr 1,10 Meter bis 1,20 Meter lang. Und dann habe ich hier eine U-Pose montiert. 10 Gramm Tragkraft, relativ leicht. Und hier habe ich nochmal bis zu dem Wirbel. Und hier müsst ihr vorstellen, hier ist dann ein Taubfach. Nochmal so 10-12 cm. Das Phänomen ist bei diesem System, es steht so im Wasser. Und wenn der Fisch sein Maul öffnet und einsaugt, dann zieht sich diese Pose mit runter. Man hat nicht so ein starres System wie mit diesem schweren Ballerzopf. Und wenn wir jetzt mal hier so gegenpusten, da passiert nichts. Und fast so ähnlich verhält es sich unter Wasser auch. Er saugt ja ein, aber der Zopf bleibt einfach auf der Stelle stehen. Und da kommt diese Montage. Er saugt, also ich puste jetzt dagegen, und es bewegt sich.
Und durch dieses Saugen und diese kleine Pose hier oben kann es sich runterziehen und der schlürftet relativ leicht ein. Das ist wirklich eine richtig effektiv fängige Montage. Das Problem ist, wenn die Drift zu hoch ist, kann man diese Montage relativ schwer fischen. Aber sie funktioniert auch, deswegen verwende ich gerne Driftsäcke. Bevor ich es zu dieser Montage vergesse, ihr seht hier ein Blei, das kommt einfach bei euch auf die Hauptschnur rauf. Das sind aktuell jetzt 150 Gramm. Das sorgt dafür, dass die komplette Montage unter Wasser ist. Ansonsten würde nämlich diese kleine Pose ausreichen, um das ganze System an die Wasseroberfläche zu transportieren. Und dann könnten wir den Wels nicht hinterher fischen, sondern würden nur oben angeln. Also nicht dieses Blei vergessen. Und schick ist es. Also relativ ganz einfache Systeme, die man fischt beim Klopfen. Ansonsten kann man da wirklich viel Fisch fangen und vor allen Dingen gleichzeitig anfüttern, sich das Gewässer angucken und ein bisschen auf Waller klopfen. So, jetzt geht's erstmal los, ne? Der Montagen gewählt, wie ich sie euch gezeigt habe, und schon haben auch die kleineren Wälze Chance, den Köder wirklich ins Maul reinzusaugen, weil einfach mehr Spiel da ist, und schon hat es geklappt. Geile Nummer. Wallerangeln kann Spaß machen. Ich weiß, es ist kein großer, aber ein schöner. Ein Phänomen beim Wallerklopfen ist, wenn man einen kleinen fängt, dann kann man davon ausgehen, dass dort auch andere kleine sind. Die größeren sind doch eher Einzelgänger, und ich bin nochmal hingefahren an der Stelle. Ruckdiezuck hat der gebissen, also vielleicht 2-3 Minuten war ich unter der Stelle gewesen und zack, war er da. Und okay, gerade oben. Ich möchte euch noch mal mehr bringen. Mausi, Dankeschön für die Anrangler und den nutze ich einfach den Boot. Wieder mal mit dem Schlauchboot unterwegs. Dann bedeutet das,